What the fuck? Ach so. Okay, das sind nur Scheinwerfer. Ich dachte, die schießt jetzt irgendwas auf mich. Okay, wir sind unter Wasser. Also für die reale Welt sind wir unter Wasser. Weswegen uns Cat uns auch nicht folgen kann. Ah, mit den Dingern. Ah, okay. Damit kann ich wechseln. Und jetzt kann ich mit den Dingern die Wände kaputt schlagen. Alles klar. Auf dem Boden kann ich anscheinend auch schlagen. Oh. Ich habe die Brücke ein bisschen kaputt gemacht. Okay. Das ist okay, denke ich mal. Okay. Ich gehe hier einfach mal weiter, ja? Na, fuck! Was bist du denn? Seid ihr neu? Okay, mit Dreieck oder Kreis kann ich den aufladen. Okay, das ist ein Kinnhieb nach oben. Das nicht, aber der Handschuh macht auch Schilder kaputt. Schafft er das? Ja, schafft er, super. Dann ist das eine sehr gute Alternative zur Axt. Und, ach verdammt. Alles klar. Handschuhtraining absolviert, würde ich sagen. Bin ich ja mal gespannt, was wir mit dem Handschuh jetzt noch alles reißen müssen. Was ist denn, wenn wir Viereck... Also, die Peitsche ist es trotzdem, wenn wir den Handschuh haben. Das ist gut zu wissen. Hi. Wieso kommt ihr da von da oben raus? Das ist nicht cool. So ganz und gar nicht. Bam. Bam, bam, bam. Komm her. Bam. Oh, verdammt, das war so ein Rage-Angriff. Bam. Bam. Und Kreis. Bam. Das ist awesome. Bam. Okay, das scheint dieser Angriff zu sein, den ich mal gekauft habe. Dieses umherfliegende, dieses, wie hieß es? Weiß ich mehr. Der Schuss hier, der fliegt nämlich an den Gegnern so. Der prallt von den Gegnern ab. Oh, noch mehr. Gibt's doch nicht. Na komm her. Ach, ein großer. Komm mal her. Tyrannenwerfer, ein vollständig geladener Aufwärtshaken mit Ewigkeit kann einen Tyrannen unterbrechen und in die Luft befördern. Okay, machen wir das mal. Ah, zu spät. Aber ich will das schaffen. Komm. Komm her, Tyrann. Okay, war der vielleicht nicht vollständig? Awesome. Ah, jetzt wollte ich aber noch ausweichen. Macht das dem Schaden? Aua, anscheinend nicht richtig. Komm, lauf mal. Toro, komm her. Nein, das sollst du nicht machen. Komm, lauf gegen die Wand hier. Ist hier überhaupt eine Wand? Ich weiß gerade gar nicht. Heppa! So. Verdammt. Das scheint ihm aber normal Schaden zu machen, auch wenn er aufgestanden ist. Wow, du kannst ja doch schnell. Komm her. Na? Komm her. Ah, wie ich ihn immer falsch drehe. Bin zu voreilig, habe ich das Gefühl. Schon wieder. Komm, lauf gegen die Wand. Ist der schneller als ich? Oh, yo. So. Könntest du mal verrecken? Bitte. Das wäre voll nett.
Danke. Huch. Okay, ich glaube, ich muss da lang. Hi. Klasse. Selbst im Limbus gibt's einen Knast. Nie gedacht, dass ich hier ins Gefängnis einbrechen würde. Okay, wir gehen in ein Gefängnis. Das kann ja nur schief gehen. Ist jetzt meine Meinung. Werden da Dämonen eingesperrt, die voll böse waren? Dann können da nur Freaks hausen. Oh Gott. Das wird sicher crazy. Hui. Okay, darüber. Warum ist hier alles blau? Was machst du denn, Dante? Warum gehst du denn so weit? Brauchst du doch gar nicht. Wo muss ich denn hin? Hä? Das ist eine Plattform. Sehe ich jetzt erst. Ich dachte, das wäre ein Loch in der Wand. Aha, Moment. Kriege ich den von ihr? Nee. Okay, das hat gereicht. Das war genau richtig getimed. Das ist schon mal schön. Ui, ui, ui. Da ist ein Dings. Da möchte ich aber noch hin. Okay. Wunderbar. Ich verpasse schon so viele Seelen. Oh, toll, ey. Und das zieht auch noch jedes Mal was ab. Das ist das Schlimme. Ah, fuck, was geht hier ab? Zum Schubring hinauf. Möchte ich das denn? Was? Lädt das Spiel jetzt oder ist es abgestürzt? Es scheint zu laden. Ach so! Ich musste was drücken. Ich sollte auch lesen. Das sah so aus, als ob das Spiel geladen hätte. Ich verrichte Gottes Werk. Natürlich machst du das. Melde alle, wie sie sind. Dafür erhältst du Nachsicht. Besonders viel Nachsicht erhältst du, wenn du deine Familie meldest. Wie soll ich denn da drankommen? Oh, hier gibt's schon wieder so viel Stuff to do. Da möchte ich einmal rein, das sieht ja nach Secret aus. Ist es auch. Sehr schön. Das ist schön. Ein großer Lebensstern, das ist cool. Scheiße. Scheiße, ich muss einen Dings nehmen, sonst sterbe ich beim nächsten Mal runterfallen. Ich hab's voll vercheckt. Da muss ich lang. Beschütze den Traum. Du kannst reich werden, ohne zu landen. Ich will mich jetzt hier ein bisschen umschauen. What the fuck? Nein! Nein! Scheiße! Scheiße! Nein, warum mache ich das immer? Oh Gott! Hallo Seele. Da komme ich wohl noch nicht rein, da in dieses Netz. Keine Ahnung. Wo kann ich denn jetzt hin? Erstmal da runter. Wo du auch bist, komm sofort hier raus. Was ist das? Was war das? Ah, komische Monster kommen. Okay, ich kann jetzt den Eryx noch auf Eryx, ich weiß nicht, nenne ich jetzt einfach so Eryx. Den kaufen wir und den kaufen wir und den kaufen wir. Damit wir dem mehr Schaden machen. Arme Schweine. Da sagst du was.
Da, fuck. Was seid ihr denn? Du bist so ein blauer. Also so ein, ich meine, roter. Du hast zwar jetzt gerade nicht richtig rot geleuchtet, aber wir wollen das mal durchgehen lassen, dass du so ein Feuerdämon bist. Obwohl du nicht... Oder ich bild mir das ein, dass der gerade nicht so rot war wie die anderen. Dahingegen leuchtest du noch blauer als die anderen. Oder das macht die Beleuchtung hier. Das kann ja natürlich auch sein. Und dass ich Bullshit laber, ist mir klar. Swing. Verdammt, warum lässt du mich nicht in Ruhe? Hä? Warum? Wow. So, haben wir jetzt alle? Natürlich nicht. Ah. Ah. Ich möchte einmal nicht getroffen werden während so einem Kampf. Komm her. Da kam was runter. Machen wir den erst. Ach, scheiße. So einer ist das. Hat er sich selbst eingefroren? Oh, ist der dumm. Nein, das war dumm. Und nochmal andersrum. So, okay. Jetzt kriegst du aufs Maul. Ich finde diese Gegner übrigens extrem ätzend. Du musst eine bestimmte Waffe benutzen, um diese zu töten. Ich meine, es ist in einer Art und Weise ist es cool. Aber die Roten gehen zum Beispiel und die Blauen sind übelst nervig zu besiegen. Wahrscheinlich muss ich die Sense noch ein bisschen aufstocken, weil die Sense so schwach ist. Deswegen kommt mir das mit der Sense so ätzend vor. Hi. Ist hier irgendwas? Nee, ne? Okay, wir gehen einfach mal da lang. Hallo, Geld. Geh schon, verschwinde! Oh. Noch so einer, den man nur mit der Sense besiegen kann, weil ich denke mal, das ist so bei dem Spiel so. Alle, die so leuchten, gehen nur mit dieser Waffe. Aber ist cool, der fliegt nicht so hoch mit der Attacke hier. Dann kann man den schön fertig machen. Oh, noch einer. Das ist natürlich nicht so geil. Aua, was hat der denn da geschossen? Aua. Wie viel hält denn der aus? Ah, endlich. Was? Aber, ach, man kann die auch mit dem Schwert machen. Auch mit dem hier. Ah, okay, dann ist das mit der Farbe doch ein Irrtum. Zumindest bei den Viechern. Wo kam ich denn jetzt her? Von da? Weil da gab es noch Geld. Und da gibt es einen grünen Energieblubbel. Und hier rote. Da ist noch ein grüner. Den nehme ich auch noch mit. Super. Hep. Okay. Irgendwie traue ich der ganzen Ruhe hier nicht. Was? Wohin? Ach da! Du musst unserem glorreichen Anführer huldigen. Er ist unser Meister. All das Licht und die Hoffnung kommt von ihm. Scheiß muss ich. Du bist hier, um gehorsam zu lernen. Was sind das eigentlich für... Ich bin Bombardas. Ja. Klar. Was sind das eigentlich für Chinchilla-Viecher, die wir da die ganze Zeit sehen? Sie erinnern mich übelst an Chinchillas oder an so, ich weiß gar nicht. An, wie heißen die Viecher? Ich weiß gar nicht mehr. Wie aus Madagaskar, dieser komische König, den es da gab. Ich weiß gar nicht mal, wie die hießen. Tue Buße. Deine Verbrechen sind
Fällt mir gerade nicht ein. Keine Ahnung. Komme ich da hoch? Obwohl das so komisch ist? Ja. Du